In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial three-year term. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. Before the takeover, there were violent demonstrations in the streets of the capital. At least 10 people were killed, unconfirmed reports put the figure closer to 30. Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or with among his neighbors and certainly in the United States with President Bush. Leaving the United States hopeful that a new government will help stabilize Venezuela's oil industry, the world's fourth largest exporter. Vor dem Putsch nach Venezuela gekommen, um einen Film über Präsident Hugo Chavez zu drehen. Für uns repräsentierte er eine neue Art Politiker. Ein Mann, der mit den Konventionen herkömmlicher führender Staatsmänner brach. Mit seiner unkonventionellen Art hatte Chavez anscheinend in den unteren Schichten der venezolanischen Gesellschaft starke Energien und Leidenschaften freigesetzt. Nicht nur Venezuela erwachte, sondern, so schien es, ganz Lateinamerika. '98 hatte Chavez bei demokratischen Wahlen einen überwältigenden Sieg errungen. Seine Wähler entstammten überwiegend der Masse der Armen, 80% der Bevölkerung Venezuelas. Venezuela ist der viertgrößte Erdöllieferant der Welt, aber nur eine Minderheit hat je Nutzen aus dieser Position gezogen. Chavez hatte eine Umverteilung des Reichtums versprochen und wollte die Menschen am politischen Prozess teilhaben lassen. Y mire los 20 años después, 20 años, 20 años no es nada. Y lo que me falta, bueno, usted también ha luchado como tiene idea. Nachdem 1999 mittels Volksentscheid eine neue Verfassung verabschiedet worden war, sah Chavez seine Rolle nun darin, den Venezolanern ihre Rechte bewusst zu machen. In den 60er Jahren begann man, das Land aufzuteilen und Eigentumsurkunden auszustellen. Aber es wurden weder Kredite noch technische Unterstützung gewährt. Was ist aus den Kleinbauern geworden? Einem Campesino hat die Erschließung der Ölvorkommen genutzt. Keiner hatte Anteil an dem daraus resultierenden Wohlstand. Das kann heute nicht mehr passieren. Das ist einer der Grundsätze der revolutionären bolivarischen Verfassung Venezuelas. Um sie jedoch mit Leben zu füllen, ist es notwendig, dass sich das Volk organisiert.
es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Esto, yo le mandé un poco de estos apóstoles y una carta y no se la he entregado. Hablando conmigo como si estuviera hablando con él. Haga favor y la lea en silencio ahí para ver si está bien. ¿Qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente, porque yo hablando con él, él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. Cuatro esquinas. Yo vivo en Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Seine erklärte Absicht war es, die Bildung zu verbessern und die Regierung volksnäher zu machen. Darum stellte sich Chávez jede Woche in einer Radio- und Fernsehshow, in der jeder Bürger anrufen und direkt mit dem Präsidenten sprechen konnte. Solidaridad se construye un país. Vamos pues, juntos, llamada en el aire. Presidente, hablando de noticias positivas, tenemos el contacto telefónico con Richard Páez. Positivas, le ganamos positivas. A Chile. 2-0. ¿Qué tal? Richard, buenas Estoy tardes. Estoy tocando el piano. Buenas tardes. Epa, Richard. Chávez' Erfolg gründete sich auch darauf, dass er kein Weißer war und nicht der traditionell herrschenden Klasse in der Politik entstammte. Als junger Armeeoffizier hatte er 1992 einen Putsch gegen die damalige Regierung angeführt. Er scheiterte und kam ins Gefängnis. Aber dieser Putschversuch machte ihn zum Helden. Gut zwei Jahre nach seinem Amtsantritt stand Chávez noch immer mächtigen Gegnern gegenüber. Denen, die traditionell das Land regiert und auch weiterhin die wirtschaftliche Macht hatten. Chávez' pragmatische, zupackende Art entsprach seinem Naturell. Doch diente sie ihm auch dazu, sich Unterstützung innerhalb wie außerhalb des Präsidentenpalastes zu sichern. Da er aus der Armee kam, wusste Chávez instinktiv, wie er die Loyalität der Truppe gewinnen konnte. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atención presente. Es sind viele kleine Zettel. Wir beantworten sie alle. Die stammen alle vom Besuch des Präsidenten in der Pfarrgemeinde El Valle. Wir bearbeiten alle Briefe. Auch wenn der Zettel noch so klein ist, ist ein Brief für uns. Der Präsident bekommt täglich 200 bis 300 Briefe. Ich hätte gerne eine Arbeitsstelle und würde gerne in einer öffentlichen Schule arbeiten. Gott segne Sie. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Ein paar Ladungen Sand, Zement, Vierkanthölzer, Dachlatten. Er möchte sein Haus instand setzen. Esos son microcréditos, ¿ya? Sí. Ich möchte euch, die ihr im Land herumkommt, etwas fragen. Jeden Einzelnen. Wie viele Programme hast du besucht? Keines, ich war ja nur zwei Tage da. Warst du im Fernsehen oder im Radio? Nein. Hast du eine Pressekonferenz für die vier Zeitungen am Ort einberufen und Material an die Journalisten verteilt? Nein. Das ist ein Problem der Revolution. Wir informieren die Menschen nicht genug über das, was wir tun. Über unsere Erfolge und unsere Programme. Wir müssen den Menschen Anreize geben, sie zur Mitarbeit aufrufen und Erfolge aufzeigen. In den Zeitungen steht nur, dass das Land wirtschaftlich untergeht, dass wir keine Regierung haben. Lasst jemanden eure Medienauftritte koordinieren und nehmt nur eure Sendetermine wahr. Die revolutionäre Regierung ist da, die bolivarische Revolution. Gleich morgens Fernsehtermine, Lokalfernsehen.
Das neutralisiert die Hetzkampagne der großen Medien. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. Jeden Tag sah sich Chávez einem Kampf mit den privaten Medien gegenüber, die den Löwenanteil der Zuschauer anziehen. Die fünf privaten Fernsehsender werden von einigen der mächtigsten wirtschaftlichen Interessengruppen des Landes kontrolliert. In dieser Schlacht mit den Medien bediente sich Chávez der einzigen Plattform, die ihm zur Verfügung stand, dem staatlichen Sender Kanal 8. Wie jeden Kampf schien er auch diesen zu genießen. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo. Wir unterstützen den Kampf gegen den Terrorismus. No se entienda esto como una carta. Aber das darf nicht als Freibrief verstanden werden. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía. Und wir fordern heute nach anderthalb, ja fast zwei Monaten, um Himmels Willen Frieden. Es müssen Lösungen für das Terrorismusproblem gefunden werden, ja. Die Terroristen müssen gefunden werden, ja. Aber nicht so. Nicht so. Sehen Sie sich diese Kinder an. Diese Kinder waren gestern noch am Leben. Sie saßen mit ihren Eltern beim Essen, als die Bombe einschlug. Eine der Bomben, die derzeit über Afghanistan abgeworfen werden. Das darf nicht sein. Da kann man nicht einfach sagen, das war ein Fehler. Ein Fehler, sie werden noch mehr Fehler machen. Wir fordern Einhalten und Nachdenken und eine rechtzeitige Kursänderung. Darum ersuchen wir mit allem Nachdruck. Die Antwort auf Terror kann nicht noch mehr Terror sein. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Für die USA war Venezuela seit jeher eine zuverlässige und bezahlbare Quelle von Erdöl. Mit seiner Entscheidung, Kontrolle über die staatliche Ölgesellschaft auszuüben und die Ölpreise hochzutreiben, begab sich Chávez auf Kollisionskurs mit Washington. President Chávez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Yo tenía un recuerdo de la infancia que era terrible para mí. Ich habe eine schreckliche Kindheitserinnerung. Meine Großmutter und meine Mutter stritten miteinander. Meine Großmutter schimpfte mit meiner Mutter. Das hast du nur von deinem Großvater, diesem Mörder. Da bekam ich richtig Angst um den Großvater. Und ich machte mich auf die Suche nach meinem Großvater. Jahrelang habe ich ihn gesucht. Und dann habe ich meinen Großvater gefunden. Wissen Sie, es war zu Zeiten Zapatas. Er lebte zur selben Zeit wie Zapata. Zapata wurde, glaube ich, 1919 ermordet. Emiliano Zapata. Mein Großvater war im Krieg gewesen und er befehligte ein paar Mexikaner, die hierher gekommen waren. Das waren Revolutionäre, die in die Berge ritten, mit Lanzen und Macheten bewaffnet. Im Kampf für eine Republik, für den Traum Simon Bolivars. Man erzählt sich, dass wo er hinkam, es gab ja auch Guerilleros, die ihre Position ausnutzten, die irgendwo hinkamen und einfach befahlen, schlachtet diese Kuh oder schlachtet dieses Huhn. Großvater soll das seinen Truppen verboten haben. Was kostet diese Kuh?
Er versuchte immer etwas Geld bei sich zu haben und wenn er keines hatte, hat er einen Schuldschein unterzeichnet. Und man hat mir erzählt, dass er immer mehr zahlte, als die Kuh wert war. Nun, ich bin inzwischen sicher, dass er kein Mörder war. Wie meine Großmutter Martha Frias sagte, möge sie in Frieden ruhen. Sie hat das natürlich nur gesagt, weil sie es nicht besser wusste. Es war das, was die Leute über ihn sagten, dass er ein Mörder sei. Aber er war ein Krieger. Nach Jahrzehnten der Zensur explodierten in Venezuela nun volksnahe politische Aktivitäten. Chavez' Gefolgsleute hatten begonnen, sich in bolivarischen Zirkeln zu organisieren. Nachbarschaftsgruppen, die sich vor allem damit beschäftigten, wie man den Menschen des Landes eine umfassendere Bildung ermöglichen könnte. Ich hatte noch nie gewählt, aber als Chavez kam, taten sich neue Möglichkeiten auf. Da haben wir uns entschlossen, wählen zu gehen und für ihn zu stimmen. Für uns lief es in der Politik immer so. Eine Gruppe hat sich bereichert, während wir hungerten. Und deshalb war nie genug für alle da. Aber jetzt wollen wir an der Politik teilhaben. Sie interessiert uns brennend, denn die Politik heute in Venezuela ist demokratisch und es gibt Mitbestimmung. Dank diesem Herrn, der uns gesagt hat, zuerst einmal muss man lesen und man muss verstehen, was man liest. Mir haben sie erklärt, worum es in der Verfassung geht. Wir improvisieren. Wir betreiben den Laden und bringen den Leuten bei, die Verfassung zu lesen, wie man die Verfassung liest und sie analysiert. Wir haben heute in Venezuela zum ersten Mal eine demokratische Regierung, die uns mitbestimmen lässt, eine wahre Regierung des Volkes. In den wohlhabenden Teilen der Stadt hörte man andere Stimmen zu Chavez' Demokratie. Das Volk weiß nicht, was es heißt, sich einzuschränken, um Dinge zu erwerben. Deshalb misst das Eigentum keinen Wert bei. Wir werden unser Land nicht verlassen, auch wenn diese Person das bezweckt. Er will, dass wir dieses Land Leuten überlassen, die keine Bildung und keine Werte haben, die nicht um Besitz gekämpft haben. Wir dagegen haben das, was wir besitzen, erkämpft und werden es nicht einfach so preisgeben. Es gab keine Angst. Alle waren glücklich, es gab Arbeit und man amüsierte sich. Mit einem Wort, man lebte. Für mich ist das überhaupt keine Revolution. Es ist nur ein Vorwand, um ein totalitäres, kommunistisches System aufzuziehen, das ganz Lateinamerika umfassen soll. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente. Que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. Pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura, vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado y el pueblo no puede contigo. ¿Qué tanto, Chávez? Por favor, no tienes ojos para ver, no tienes oído para oír. Zuvor hatte nur eine kleine Minderheit von Venezolanern von dem Erdölreichtum des Landes profitiert. In Venezuela ist das Erdöl Staatseigentum. Doch jahrzehntelang wurde die staatliche Ölgesellschaft von der traditionell herrschenden Klasse wie ein Privatunternehmen geführt. Chavez' Versprechen, die Erträge aus dem Erdöl auf die übrigen 80% der Bevölkerung, die in Armut lebten, umzuverteilen, war nur einzulösen, wenn er die bisherige Kontrolle über die staatliche Ölgesellschaft brach. Sogar die staatliche Ölgesellschaft wollten sie mit ihrem Märchen vom Neoliberalismus privatisieren. Ich musste immensem internationalem Druck standhalten, aber das macht mir nichts aus. Und wenn ich eines Tages durch die Hölle gehen muss, um das bolivarische Volk Venezuelas zu verteidigen,
dann gehe ich eben durch die Hölle. Im Februar 2002 verkündete Chavez seinen Plan, die staatliche Ölgesellschaft umzustrukturieren und seine eigenen Leute in den Vorstand zu setzen. Der Krieg hatte begonnen. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Die Privatsender riefen die Venezolaner zu Demonstrationen auf und behaupteten, Chavez' Bemühungen, die Ölindustrie zu kontrollieren, seien ein direkter Angriff auf ihren Reichtum. Die Opposition wurde von zwei Schlüsselfiguren geführt. Pedro Carmona, Präsident von Venezuelas größtem Unternehmerverband, und Carlos Ortega, Führer der CTV, einer Gewerkschaft mit starken Verbindungen zum alten politischen System. Beide reisten nach Washington zu einem Treffen mit hochrangigen Vertretern der Regierung Bush, um mit ihnen über Präsident Chavez zu reden. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. Auf einmal teilten einige hochrangige Generäle der venezolanischen Armee die Besorgnisse der CIA. Am 10. April trat einer von ihnen auf allen privaten Kanälen an die Öffentlichkeit mit einer Botschaft an den Präsidenten. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por él. Muchas gracias, señores. Versiones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. Am selben Tag rief Carmona zu einem Protestmarsch der Opposition zum Unternehmenssitz der staatlichen Ölgesellschaft auf. Die Marschierenden wussten allerdings nicht, dass sie Teil eines größeren Plans waren. Am Morgen des 11. April begab sich die Oppositionsdemonstration auf ihren Marsch zur staatlichen Ölgesellschaft. In der Zwischenzeit hatten sich auf der anderen Seite der Stadt Tausende von Chavisten vor dem Präsidentenpalast versammelt, als Zeichen ihrer Solidarität mit der Regierung. Im Unternehmenssitz der staatlichen Ölgesellschaft beschlossen die Anführer des Oppositionsmarsches eine Änderung der Marschroute und verstießen damit gegen das Gesetz. Ihr Plan bestand darin, die Menge dazu zu veranlassen, zum Präsidentenpalast zu marschieren. Masa que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. Chávez, maldito, dijiste que le iban a suspender las garantías, perro. Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Wir waren bei den Chavez-Anhängern vor dem Palast, als Gerüchte die Menge erreichten, dass sich die Oppositionsdemonstration auf dem Weg hierher befand. Die Stimmung wurde provokativ. Pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo es solo un medio de comunicación que se han prestado para toda esta campaña de la guerra sucia que están haciendo.
Der Protestmarsch der Opposition kam schnell näher und einige aus der Vorhut schienen zum Kampf entschlossen. Von Chavez-Anhängern waren noch immer vor dem Palast. Eine Konfrontation schien kurz bevorzustehen. Um ungefähr 2 Uhr nachmittags erreichte uns der Zug der Chavez-Gegner. Die Armee versuchte, sich als Puffer zwischen die beiden Gruppen zu stellen. Wir zogen uns unter die Chavez-Anhänger zurück, als plötzlich Schüsse fielen. Wir konnten nicht ausmachen, woher die Schüsse kamen, aber Menschen wurden in den Kopf getroffen. Schon bald war klar, dass Heckenschützen auf uns zielten. Der Venezolaner trägt eine Waffe. So dauerte es nicht lange, bis einige Chavez-Anhänger anfingen, dahin zurückzuschießen, wo die Schüsse herzukommen schienen. Die Kamera, mit der aus einem Gebäude gefilmt wurde, das auf gerader Linie mit dem Palast liegt, war von Venevisión. Diese Aufnahmen zeigen, wie von der Brücke aus geschossen wird. Wir wissen nicht, worauf. Nehmen an, auf die Demonstranten, sehen es aber nicht. Man sieht allerdings, dass die Leute auf der Brücke sich zusammenkauern und versuchen, in Deckung zu gehen, wahrscheinlich vor Schüssen. Wir haben gar nicht versucht herauszufinden, was dort wirklich geschah, sondern sofort geurteilt. Diese Aufnahmen sind manipuliert, aber sie wurden immer wieder gesendet, um zu zeigen, dass der Chavismus mordete. Oder Schuld am Massaker von Caracas war. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Was die Fernsehsender nicht übertrugen, war diese Einstellung. Sie zeigt deutlich, dass die Straße unter der Brücke leer war. Der Demonstrationszug der Opposition hatte niemals diesen Weg genommen. Mithilfe dieser Manipulation konnte man Chavez nun als Verantwortlichen für die Toten hinstellen. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Barreiro, me copió este Barreiro. Im Palast herrschte vollkommenes Chaos.
Niemand schien zu wissen, was geschah oder welche Informationen glaubhaft waren. Chavez tagte mit seinen Ministern in seinem Büro. Man versuchte festzustellen, was im Rest des Landes geschah. Hallo. Hola. Ramón, llegó la información de que ya los escuadrillos tomaron, prácticamente cerraron el canal 8. Y que no pueden entrar técnicos de nada y no ha llegado el apoyo de la Guardia Nacional todavía. ¿Cómo haríamos para averiguar si eso es cierto, Ramón, para yo informarlo aquí? Unbestätigte Informationen. Ein Kommando der Nationalgarde soll der Regierung den Gehorsam verweigern, soll versucht haben, Kanal 8 zu besetzen oder hat ihn besetzt, wer weiß. Obwohl das Gerücht umging, Kanal 8, der staatliche Sender, sei sabotiert worden, konnten die Minister um ca. 9 Uhr live aus dem Palast senden, mittels einer mobilen Sendereinheit. Hasta este momento, balance de la situación. De toda Venezuela. Estamos en vivo y en directo por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Um 9.30 Uhr wurde das Signal unterbrochen. Wir waren nun zusammen mit einer kleinen Gruppe von Chavez-Ministern von der Außenwelt abgeschnitten. Unsere einzige Informationsquelle waren die privaten Sender. Camacho Queiroz, ¿qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores. Y nosotros no creemos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. Auf dem Bildschirm konnten wir sehen, dass der Palast von Panzern umstellt war. Ahora de la madrugada, a pedirles nuevamente al grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan ninguna resistencia, vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica, ya todo el país, todas las guarniciones están plegadas a esta acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. Gegen 10 Uhr abends erreichten mehrere Mitglieder des militärischen Oberkommandos den Palast, um Chavez Rücktritt zu fordern. Uns wurde der Zutritt verweigert. Etwas später kam der Staatsminister aus dem Büro des Präsidenten. Chavez weigerte sich, seinen Rücktritt zu unterzeichnen. Die Generäle drohten daraufhin, den Präsidentenpalast zu bombardieren. Esa victoria de la muerte. La CIA está detrás de todo esto, todo el mundo lo sabe. Nosotros veníamos diciendo, tenemos documentos con 19 pasos de un golpe de Estado. Die waren sehr mächtig und wir hatten nicht genug Zeit. Unsere Informationspolitik über die Medien war nicht gut. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die meisten Zivilisten evakuiert. Wer jetzt noch hier war, wusste, bei einer Bombardierung des Palastes gab es keine Fluchtmöglichkeit. Gegen 3.30 Uhr morgens kam einer der Minister heraus, um zu berichten. Chavez hatte beschlossen, sich in die Hände der Generäle zu begeben, um eine Bombardierung des Palastes zu verhindern. Er weigerte sich jedoch auch weiterhin zurückzutreten. Sí, porque políticamente que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Okay.
No renunció y entonces va preso, porque es un golpe de Estado. Okay. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. La situación está crítica, es lo que se vaya. Fünf Minuten vor Ablauf der Frist für die Bombardierung wurde Chávez weggebracht. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es, carajo. Allá los carros. Pueblo está con el presidente y lo va a venir a apoyar, y tú vas a ver. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Eine Stunde später erwachte Venezuela. Der neue Tag brachte ein neues Regime und eine alles enthüllende Fernsehshow. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Debo decirlo. Gracias, Venevisión. Gracias, RCTV. Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias, Televen, gracias, CMT, gracias, Globovisión. Gracias, medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que fue desde tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. No me dio nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que Néstor, el general Néstor González González, saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se quede en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era, previo apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad en democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. Im Präsidentenpalast, aus dem wir erst vor wenigen Stunden geflohen waren, wurde nun gefeiert. Gegenseitig klopften sich die Putschisten und deren Busenfreunde auf den Rücken. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. Die Putschgeneräle machten es sich im Büro des Präsidenten bequem. Die Palastgarde mit ihren roten Baretts, die gestern noch Chávez gedient hatte, stand nun widerwillig unter Carmonas Befehl. Viele Menschen werden gemäß den Gesetzen der Republik und gemäß internationalem Recht zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar nicht nur wegen Verletzungen der Menschenrechte, sondern auch wegen der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Ich, Pedro Carmona Estanga, schwöre als Präsident der Republik Venezuela,
Vor Gott, dem Allmächtigen, dem Vaterland und allen Venezolanern, dass ich die Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und soziale Verantwortung wiederherstellen werde. Wir beschließen, die Bildung einer demokratischen Übergangsregierung der nationalen Einheit in folgender Form und nach folgenden Grundsätzen. Die Abgeordneten und ihre Stellvertreter werden ihres Amtes und ihres Sitzes im Parlament enthoben. Ebenfalls ihres Amtes enthoben werden der Vorsitzende und die übrigen Richter des Obersten Gerichts. Der Generalstaatsanwalt, der Leiter der obersten Rechnungsprüfungsbehörde, der Ombudsmann und die Mitglieder des Nationalen Wahlrats. Als Ergebnis dieses umfassenden Mandats, das uns das tapfere venezolanische Volk übertragen hat und das mehr wiegt als ein Volksentscheid, übernehmen wir voller Zuversicht und mit der Unterstützung aller Bereiche der Gesellschaft diese Verpflichtung. Darüber hinaus versichere ich der internationalen Gemeinschaft, dass dieser Prozess auf absolut demokratischer Grundlage vollzogen wurde und ersuche um ihre Unterstützung. El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Ahora mismo nuestro compañero Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la Embajada de Cuba, aquí en Caracas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz a la Embajada de Cuba. Die Zensur begann am Freitagmorgen. Da sagte man uns zum ersten Mal, dass ab sofort keine festgenommenen Chavisten mehr auf dem Bildschirm erscheinen dürften. Null Chavisten. Mir wurde gesagt, das ist Vorschrift. Ich unterstehe dem Eigentümer des Senders. Entweder du hältst dich dran oder gehst. Ich empfand das als Verstoß gegen meinen Berufsethos und sagte ihm das. Das geht gegen meine Prinzipien. Ich habe sofort gekündigt. Trotz der Abschottung Venezuelas durch die privaten Sender war es Regierungsmitgliedern von Chavez gelungen, sich mit internationalen Fernsehstationen in Verbindung zu setzen. So konnte via Kabel die Nachricht verbreitet werden, dass Chavez nicht zurückgetreten war und gefangen gehalten wurde. Die Neuigkeit verbreitete sich rasend schnell.
Ich rufe die Menschen in unserem Stadtteil dazu auf, auf die Straße zu gehen. Verschließt die Augen nicht, versteckt euch nicht. Wir sind die Stadt, wir alle sind das Volk. Chávez ist nicht zurückgetreten. Sie können ihn nur durch einen Volksentscheid als Präsidenten absetzen. Das ist in der Verfassung festgelegt. Chávez zwei Tage zuvor weggebracht worden war, hatte man von ihm nichts gehört und gesehen. Als wir an dem Morgen durch Caracas fuhren, war die Atmosphäre spannungsgeladen. Trotz der Repressionen durch die Polizei hatten sich viele Menschen entschlossen, zum Palast zu marschieren. Grandes cambios en la vida nacional venezolana, en menos de 24 horas un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez. Menschen auf der Straße waren, entschied sich die Palastgarde, die Chávez treu geblieben war, zum Handeln. Hinter Carmonas Rücken heckte sie einen Plan zur Rückeroberung des Palastes aus. Der Plan sah vor, dass die Garde die Schlüsselposition besetzen, sich rund um den Palast aufstellen und auf ein bestimmtes Signal warten sollte. Plätzen waren, wurde das Signal gegeben und die Präsidentengarde drang in den Palast ein. Mehrere Mitglieder der neu ernannten Regierung wurden gefangen genommen. In dem Durcheinander gelang es Carmona und seinen Generälen jedoch zu entkommen. Während die Palastgarde das Gebäude sicherte, tauchten Chávez' Minister, die sich in den vergangenen zwei Tagen versteckt gehalten hatten, wieder auf und bemühten sich, das gewählte Kabinett wieder einzusetzen.
estamos esperando. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí. Y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Es el único presidente que tiene Venezuela en este momento. William Lara, que se llama. ¡Pásalo para acá! Los ministros y los periodistas. Los oficiales. Pongan guardia aquí en la puerta, por favor. Usted me dio la indicación y estamos. ¡Caballero! Pasé a la clandestinidad. Estaba en la clandestinidad ya, pero volví otra vez a la legalidad. Señores, voy a dirigir al Consejo de Ministros. Siéntese, por favor. Todos son ministros. Todos son ministros. Siéntese. Vamos a hacer un Consejo de Ministros Popular. Héctor, no hay un gobierno provisorio, el presidente Chávez. Ellos no lo aceptan, no lo han declarado todavía. Y el presidente está detenido, nadie lo ha visto. Lo tienen allá, llegaron unos sacerdotes, entraron, pero hay informaciones vagas a la gente que está allá en Orchila. No está claro la situación del presidente. Pero el periodista haría un oficial, hay un oficial que estuvo con él hoy, que lo vio, un oficial de la Marina. Mira, tengo confirmado que está. Estamos perdiendo el tiempo y eso es lo que nos ha llevado nosotros. Der Palast war nun wieder in den Händen von Chávez' Männern. Aber die privaten Medien weigerten sich, die Neuigkeit zu verbreiten. Wenn man das Land informieren wollte, war es entscheidend, Kanal 8, das staatliche Fernsehen, wieder auf Sendung zu bringen. Tenemos gente en el 8 tenemos rodeado de gente. Y está una vaina militar adentro. Yo le echo bola ahí con uno. Tenemos un problema técnico del 8. Hay que llamar a esta muchachita técnico. Si agarramos el 8, resolvemos el problema. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Zehntausende vor dem Palast versammelt. Drinnen machte sich eine Gruppe von Chávez-Ministern und der Generalstaatsanwalt auf, um mit den Gefangenen im Keller zu sprechen. Unter ihnen auch der Mann, der gestern als Carmonas Generalstaatsanwalt die verfassungsgemäße Regierung aufgelöst hatte. Vamos, cuando quiera, doctor. En mi carácter. Als Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft gebe ich hiermit offiziell bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft Ihnen die Wahrung Ihrer Bürgerrechte und die Vertretung durch den Ombudsmann zusichert. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. Por favor, le explico. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. Es war entscheidend, dass jemand das Machtvakuum ausfüllte. Aufgrund von Chávez' Abwesenheit war die Reihe an dem Vizepräsidenten, den man versteckt hatte. Chávez' Männer fuhren los, um ihn zurück in den Palast zu bringen. Obwohl man den Palast eingenommen hatte, war noch immer das Oberkommando der Armee an der Macht. Wie dieses Kommando nun reagierte, würde über das Schicksal der Menschen in und vor dem Palast bestimmen. Y ya aquí en Miraflores se cuentan más de 1,5 millones de personas. Hay que verle la cara a eso. Cuidado con que las Fuerzas Armadas salgan ahora a matar al pueblo. Todos los canales están rodeados. Coño, mira, Riaza, tienen ustedes que tener un control. Yo le agradezco, dile a Vázquez Velázquez que me llame. Yo quiero hablar con él, pues yo creo que ahorita lo que impera es que nuevamente, compañero, aquí volvamos a su punto original. Y que entonces el presidente decida en un momento determinado qué es lo que se puede hacer, el presidente Chávez. Bueno. Está bien, porque así lo va llenando angustia. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono.
pues ahora sí los enterramos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciendo claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional y que en este momento los ministros están sesionando el control de ministros en el Palacio de la Ciudad. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Seit Kanal 8 wieder auf Sendung war, gingen aus den Militärstützpunkten im ganzen Land zahlreiche den Präsidenten unterstützende Meldungen ein. Offiziere und Truppen der unteren Ränge merkten zum ersten Mal, dass das Oberkommando sie belogen hatte. Von der Insel, auf der man Chavez festhielt, riefen Soldaten an. Ein in Amerika registriertes Flugzeug sei dort gelandet. Dann kam die Nachricht, dass man den Vizepräsidenten gefunden hätte. Jetzt musste er dringend den Amtseid ablegen und somit wieder eine verfassungsgemäße Situation herstellen. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premien, de lo contrario que se lo demande. Der neue Präsident von Venezuela berief nun eine Sondersitzung im Büro des Präsidenten ein. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Está cerrado hoy. ¿Y quién tiene ya aquí? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupere a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece. Como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República la garantía. El presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. Der gerade vereidigte Präsident erteilte sofort drei Kommandoeinheiten den Befehl, loszufliegen und Chávez zurückzuholen. Okay, ahora vamos a organizarnos, por favor, los oficiales acá, vamos a distribuirnos el personal. Los oficiales acá, por favor. El control militar lo tenemos en este momento en nuestra mano. Sí. La información de General Hugo. La Fuerza Armada está con el hilo constitucional. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez.
el video cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. Escribieron historia. Sistema de audio, por lo tanto necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Sí. Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto. Sí. Quiero hacer un llamado. Ich möchte Sie alle aufrufen, und das ist vielleicht das Wichtigste, was ich Ihnen heute sagen möchte. Heute ist schon Sonntag. Sonntag, und welches Datum? Der 14. April. Ich war in den letzten Stunden von der Welt abgeschnitten. Ich hatte keinerlei Informationen und habe mir große Sorgen gemacht. Das Erste und Wichtigste, was ich allen Venezolanern sagen möchte, ist, gehen Sie nach Hause, damit wieder Ruhe einkehrt. Und den Venezolanerinnen und Venezolanern, die gegen mich sind, möchte ich sagen, seien Sie gegen mich, ich kann nichts dagegen machen. Natürlich werde ich versuchen, Sie umzustimmen und vielleicht gelingt es mir irgendwann. Aber Sie können nicht gegen diese Verfassung handeln. Denn diese Verfassung gilt für alle. Sie ist wie das Popol Vuh, das Buch der Mayas, das Popol Vuh, das Buch aller, das Buch der Gemeinschaft. Und noch eins. Lassen Sie sich nicht vergiften. Lassen Sie nicht zu, dass man Sie mit so vielen Lügen vergiftet. Hemisphere. Clearly, we had disagreements with President Chavez in the past, and may well have them in the future.